Manchmal gibt es eine Mutter. Manchmal gibt es einen Vater. Manchmal gibt es einen Vater und einen Vater. Manchmal sind beide Väter Mütter. Manchmal gibt es Mutter, Vater, Großmutter, Großvater, schräge Tanten mit witzigen Hüten, einen Butler und Onkel, die nichts tun, außer seltenen stinkigen Käse zu essen. Selten? Stinkig. Und manchmal gibt es niemanden. Aber manchmal gibt es Boxen. Seit dem Siegeszug der Computeranimation sind traditionelle Trickfilme seltener geworden. Umso schöner, dass eben dieser Puppentrickfilm, Stop Motion sagt man heutzutage, einer der sehenswertesten Animationsfilme des Jahres wurde. Ist Stop Motion nicht eine irgendwie veraltete Kunstform? Ja, eins aber ist an Stop Motion wirklich interessant. Als Technik ist es seit der Geburt des Kinos präsent, seit der Film begann. Stop Motion war über viele Jahre der dominante Spezialeffekt, wenn etwas lebensecht aussehen sollte. Wenn eine Kreatur belebt werden sollte, machte man das in Stop-Motion. Als die computeranimierten Tricks mit ihren Versprechungen in den späten 80ern und 90ern aufkamen, hatte Stop-Motion keinen Platz mehr. Zumal das nicht der beste Weg war, um Realität zu imitieren. Der Computer kann das besser. Aber ich glaube, dass das auch eine Befreiung war. Wir können Stop-Motion jetzt für die unterschiedlichsten Geschichten nutzen, ohne der Realität hinterherzulaufen. Stilisierter und interessanter. Und so benutzen wir dieses Medium. Wir nehmen das alte Handwerk und kombinieren es via moderner Technologie mit handgezeichneter Animation, Bühnen- und Puppentechnik und dem Computer, der ja eigentlich für den Niedergang von Stop-Motion verantwortlich war. Auf diese Weise schaffen wir optisch etwas, was sehr interessant ist. Und natürlich braucht zudem ein gutes Buch mit ausgefeilter Dramaturgie, wie es hier glücklicherweise der Fall ist. Ihr ganzes Leben lang verbreiteten Ex und seine Adoptivfamilie Angst und Schrecken unter ihren Nachbarn über ihnen. Boxtrolls sind Monster! Und weil sie ein wenig, nun ja, anders waren, verbrachten sie ihre Tage glücklich unter der Erde. Und ihre Nächte? Mit der Nahrungssuche in den Straßen. Geschützt vor den Blicken der Menschen. Ein Boxtroll kann sich kein neues Leben aussuchen, weil ein Boxtroll nichts anderes sein will als ein schwacher, niedriger Plagegeist. Aber ein Mensch. Ein großartiger Mensch. Und seine Kollegen? Besten Kumpels? Handlanger können sich dafür entscheiden, ihr Leben zu ändern. Unsere Träume sind in Reichweite. Stop-Motion ist ein Prozess, der Leidenschaft verlangt und natürlich viel Zeit, Geld und Leute. Ja. Es ist ein sehr langsamer Vorgang. Jede Woche kann ein Animator zwischen 5 bis 10 Sekunden fertiges Material herstellen. Unser ganzes Team mit 25 Animatoren schafft 1 bis 2 Minuten pro Woche. Es braucht viel Zeit, so etwas zu machen. Letzten Endes ist es aber lohnenswert. Denn du kannst irgendetwas nehmen. Ein unbelebtes Objekt aus Stahl und Silikon. Du bewegst es, Bild für Bild, auf diese langsam fortschreitende Weise. Und am Ende ist es eine Figur, die irgendwie zum Leben erweckt wurde. Zu sehen, wie mit den Händen eines Künstlers etwas Lebloses zu etwas Lebenden wird, ist schon eine magische Sache. Ein humorvoller und geistreicher Film übers Anderssein, über Toleranz und moralische Verantwortung. Ein Film, wie man so schön sagt, für die ganze Familie. Denn auch die Erwachsenen werden sich in dieser hintersinnigen Welt der verkannten Boxtrolls vorzüglich amüsieren. Versprochen. Was geht hier vor? Wieso fallen sie nicht über uns her und nagen an uns? Und wo sind die ganzen Überreste, die Knochenberge? Mir wurden schließlich Knochenberge versprochen. Ich sagte dir doch, wir essen keine Menschen. Warum sagst du immer wir? Du bist keiner von denen. Du bist ein Junge. Nein, bin ich nicht. Ich bin ein Boxtroll. Ex
der Box-Troll. Ach, wirklich? Dann zeig doch mal, ob du in deine Box passt. Das geht gerade nicht. Mhm. Meine Knochen sind zu lang. Und du redest auch nicht wie sie. Ich hab nur mal einen Sprachfehler. Du hast keine spitzen Ohren. Ja, ich hab komisch drauf gelegen. Oh, Herrgott, nicht doch. Gib mir deine Hand. Ich werde dich nicht beißen. Hey! Siehst du? Du bist nicht wie sie. Du bist einer von uns. Du bist ein junger Ex.